Wir befinden uns jetzt am Europaplatz der ehemaligen Freiheit. Und hier stand mal das RWE-Hochhaus. Mittlerweile ist es in seine Bestandteile zerlegt worden. Man sieht es ja durch Betonmühlen. Und das, was wir da sehen, die Berge, mutmaße ich, werden wohl wieder Verwendung finden für den Neubau, wie der auch immer aussehen mag. Das ist aber jetzt eine Mutmaßung oder wird abtransportiert. Auf jeden Fall von dem Gebäude ist nichts mehr da. Ist vollkommen zurückgebaut. Ja, da wende ich meinen Blick. Hinten im Hintergrund sehen wir das Siemens-Gebäude. Ja, da steht noch das E.ON-Hochhaus. Hinter dem E.ON-Hochhaus ist das Gebäude der Deutschen Bundesbahn, Verwaltungsgebäude. Ja, hier eines der ältesten Hochhäuser in der Essener Innenstadt, das Poschek-Amt. Ich sag jetzt mal, schätze mal das ehemalige Poschek-Amt, weil jetzt halt heute noch mit dem Poschek. Eines der ersten, wenn nicht sogar das erste Hochhaus gewesen. Ja, oder Postbank, da steht es ja. Und dann blicken wir eben auf den Bahnhof. Ja, dann eben auf die Freiheit, so heißt dieser Platz. Ja. Ja, und schauen wir mal. Ist ja eine von vielen Baustellen in Essen im Moment. Also man muss fast sagen, es gibt ja wirklich jede Menge. Das ehemalige Hauptbad der Stadt Essen und das Gesundheitsamt, später Jobcenter, wird ja auch abgerissen. Hinzu kommt, dass ein gesamter Stadtteil gebaut wird, der Stadtteil 51. Da sind wohl jetzt aufgrund der Inflation und der hohen Baustoffpreise die Baumaßnahmen gestoppt worden. So ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich meine, ich hätte entsprechendes gelesen. Ja, und damit ist nicht genug. Es gibt auch noch andere Bauprojekte in der Stadt Essen. Also da tut sich wirklich einiges. Für uns Bewohner nicht immer schön, weil das natürlich auch zu erheblichen Verkehrsbelästigungen und Einschränkungen führt. Zuzüglich dem Baulärm, der damit verbunden ist. Ja, und hier im Hintergrund war früher Horten, zuletzt Kaufhof. Und auch dieses Gebäude wird jetzt vollkommen umgebaut in ein Mehrfilialengebäude, Mehrzweckgebäude. Ja, also von außen die Fassade ist schon weitestgehend fertig. Muss man mal abwarten. Ich schätze mal, Mitte, Ende nächsten Jahres wird das Gebäude fertiggestellt sein. Ist hinterm Bahnhof, wenn man die Kettwiger Straße runterläuft. Ja, und man sieht auch noch ein bisschen vom Essener Handelshof und vom Haus der Technik. HDT, Haus der Technik. Ja, das soll es gewesen sein.
Ja, ich stehe jetzt nochmal hier vor dem ehemaligen Jobcenter, das zuvor das Essener Gesundheitsamt war. Und man sieht von dem Gebäude, das ja ursprünglich mal bis hier vorne ging, ist mittlerweile ja über die Hälfte abgerissen worden. Viel ist nicht mehr da. Dann ist dieses Gebäude, das ehemalige Gesundheitsamt oder Jobcenter, endgültig Geschichte. Ja, und ich will auch mal auf die andere Straßenseite gehen, um da dann von der gesamten Szenerie noch mal ein paar Aufnahmen zu machen. Die Handwerker, Bauarbeiter, die sind mit schwerem Gerät angekommen. Hier ein riesiger Bagger von Heidkamp und hier auch. Ja, da sieht man, da wird Feuchtigkeit auf das Gebäude gesprüht. Die soll dazu dienen, dass der Staub eben nicht so durch die Gegend fliegt, wenn das Gebäude abgerissen wird. Ja, dann wird er ein bisschen gebunden durch das Wasser und die ganze Umgebung wird hier nicht irgendwie ja, mit Staub zugedeckt. Ja, und im Hintergrund sehen wir die Reste noch vom ehemaligen Hauptbad, das ja auch abgerissen worden ist. Ich bin gelegentlich im Hauptbad schwimmen gewesen. Ich war jetzt kein Dauergast und in den letzten Jahren gar nicht. Insofern muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mich mit meinem Wehmut ein bisschen zurückhalten. Der ist nicht angebracht. Also die regelmäßig dort schwimmen gegangen sind, für die ist das natürlich bitter. Aber für Menschen wie mich, die nur ab und an da waren und keine Dauergäste waren, das ist halt so. Jetzt ist es bald Geschichte. Mein Schwimmbad war eher das Gleis-Süd-Schwimmbad am Südpark. Da bin ich schwimmen gegangen, schon von Kindheit an, da mit der Schule. Der ist ja mittlerweile auch geschlossen worden. Aber ja, mit dem Gesundheitsamt hier, das jetzt abgerissen wird, hatte ich auch mal zu tun. Lange her. Hat mit meiner Suchtgeschichte zu tun. Da bin ich dann nach Bettenschau von der damals leitenden Ärztin, Frau Dr. Biedemann, eingewiesen worden. Die Diagnose war total verwahrlost. Ich war ja vorher obdachlos mit meinen Eltern. Nach der Obdachlosigkeit bin ich hier hingefahren, damit ich in irgendeinem Krankenhaus eingewiesen werde. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Das war im August 1983. Ja, und da steht ein großer Kran. Der hat eine große Gummimatte. Die Gummimatte sorgt dafür, dass eventuelle Bruchstücke nicht auf die Straße fliegen, weil da fahren ja Autos her. Ja, so ist für den nötigen Schutz gesorgt, das sind eben Profis. Da weiß jeder, was er macht. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ja, und hier nochmal die Umgebung, in der sich alles befindet. Hier das Gildehof Center. Ja, ich kann mich ja noch daran erinnern, natürlich nicht nur ich, sondern viele andere mit mir, wie es hier mal ursprünglich ausgesehen hat. Von da oben kam die Straßenbahn. Die fuhr hier Richtung Fiorfer Platz, Berliner Platz. Ja, ne, ging hier so runter. Ja, das ist mittlerweile alles Geschichte. Alles Geschichte. Und alles, was wir jetzt hier sehen, ist im Grunde genommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten gebaut worden.
Ja, und wenn man jetzt der Straße folgen würde, kommt man nach Steele. Und oben auf der Kreuzung rechts war früher mal die Essener Volkshochschule. Die ist mittlerweile auch abgerissen worden und hat einen neuen Standort am Burgplatz in der Innenstadt. Ja, hier ist eine Schule, auf die wir jetzt blicken. Und hier geht's Richtung Innenstadt, Viehofer Platz, Berliner Platz und so weiter. Ja, und natürlich dann natürlich, wenn man weiter der Straße folgt, auch nach Altenessen und letztlich auch Gelsenkirchen. Ja, und die Fahrtrichtung, da geht's Richtung Autobahn A52, A40 und last not least auch nach Rüttenscheid und in die südlicheren Stadtteile. Ja, das soll's gewesen. Noch mal ein kurzer Blick. Es werden nur noch wenige Tage sein, bis das Gebäude endgültig Geschichte. Das war's. Der Grenzplatz in Essen-Steele. Wie er mal war. Und wie er heute ist, die ersten Sonnenstrahlen und schon angenehm wärmend, das macht eine gewisse Vorfreude auf den kommenden Frühling. Da geht es hinein in die Grenzgasse und die Grenzgasse wiederum führt auch zu einem Platz, zum Kaiser-Otto-Platz. Grenzgasse und Hansastraße. Da sehen wir die Bochumer Straße. Die führt dann letztendlich auf den Kaiser-Wilhelm-Platz. Das ist der Platz, auf dem heute die Markttage stattfinden. Und hier ist die Marienstatue. Das war's.